Servusle, meine Lieben. Schön, dass ihr reinschaut zur Daily Dosis Arc mit dem Voucher und mit dem Alderle in the heat of the night, meine Lieben. Wir haben Nacht, aber nicht mehr lange. Es wird jetzt bald hell. Wir sind soweit vorbereitet. Ich gucke jetzt gerade nochmal die Tiere durch. Heute möchte ich ein paar Meter zurücklegen Richtung Redwood, dass wir ziemlich schnell nach Hause kommen. Im Idealfall die halbe Strecke, sage ich mal. Dass wir morgen den Rest machen, dass wir gemütlich aufs Wochenende hin im Redwood dann an die Bauphase gehen können. So, los uns mal schauen. Die Viecher sind jetzt wieder auf neutral. Da kam auch der Hinweis übrigens nochmal her. Herzlichen Dank für die Kommentare. Ich freue mich wirklich jedes Mal, auch wenn es so ein bisschen zeitversetzt ist, ist doch immer was dabei, was ich benutzen kann, was andere auch benutzen können. Ihr müsst. Boah, Alter, da hast du einen Haufen gelegt. Wahnsinn, hier im Rotlichtmilieu. Herzlich willkommen, das Rotlichtmilieu, das Mobile von Ragnarok. Genau, auch mal als Hinweis, wenn jemand überlegt, oh, soll ich es reinschreiben, das weiß er bestimmt schon, schreibt es ruhig rein. Es gibt ganz viele, die mitlesen in den Kommentaren und den einen oder anderen Tipp dadurch halt auch bekommen von euch, ne? Also wir sind praktisch so untereinander Tippgeber. Gerne reinschreiben, macht euch keinen Kopf, bei uns ist alles ganz harmonisch. So, die Tiere folgen nun alle Rexona oder links, das passt. Rexona, du folgst mir. Und ich würde sagen, wir gehen los. Es müsste jetzt jeden Moment hell werden. Ich schaue noch mal ganz kurz in den Atlas. In den Atlanten, da schauen wir noch mal hinein. In die Richtung sollte es gehen. Alles klar. Machen wir kurz die Fackel an. Ach, geht es nicht gleichzeitig? Super. Dann müssen wir warten, bis es hell wird, wegen der Orientierung. Da vorne war ein Weg. Was ich jetzt nicht weiß, Leute. Wir laufen jetzt nämlich genau auf die Richtung zu, an der wir mal einen Giga gesehen haben, den ich zähmen will irgendwann. Und jetzt haben schon ganz viele geschrieben, dass das mit dem Giga nix wird, wenn ich den platt machen will. Und jetzt habe ich natürlich Panik, dass wir dem in den Weg laufen und der mir hier meine Karawane aufwäschert. Vielleicht sollten wir da vorne diese Ecke, wo ich meine, dass er ist, ein bisschen vorscouten. Schauen wir mal eben. So, unser Rotlicht kommt. Die Bären sind hoffentlich auch da. Schön, es wird hell. Wir laufen hier durch den Wald. Wir laufen da vorne durch den Wald, würde ich sagen. Ich glaube, wie er gleich brüllt, ne? Da, guck mal. Der hat uns gehört. So, was haben wir hier? Megateritum ist kein Problem. Die kriegen wir normalerweise mit dem Rex-Schnellblatt, falls die in Rage gehen. Alles klar. Was wir schon alles gelernt haben. Jetzt gucke ich aber ganz kurz nochmal in den Atlas, ob die Richtung wenigstens stimmt. Ja, eigentlich in die Richtung hier. Ja, doch, ich wollte doch den Felsen angucken. Im Moment fällt mir es wieder ein, Leute. Also. Dann machen wir jetzt ein paar Meter. Ab und zu werde ich schon absteigen. Falls wir jetzt noch ein Tier sehen oder so, nehmen wir es natürlich mit. Aber alles in allem würde ich echt gerne gucken, dass wir heimkommen. Schön, oder? Und wie er immer wartet dann. Wie er immer wartet. Ich glaube, der ist schneller als der Rex. Ich kann rennen. Lumlilum. Bin mal gespannt, ob wir noch dazukommen, den mobilen Zähmkäfig aufzubauen in dieser Runde. Wäre aber jetzt nicht so tragisch, wenn wir daheim sind, können wir uns auch eine Katze zähmen. Aber ich will unbedingt was zähmen die Tage. Etwas, was wir noch nicht haben, dass die Liste so ein bisschen weiter wächst, auch mal wieder. So, die Bären sind noch beide da, habe ich gerade gesehen. Geh mal in die Ego hier. Ginge mal in die Ego, nein. Du da, du da. Was hat das mit diesem Felsen hier auf sich? Sollen wir rechts vom Felsen entlang gehen? Ich würde sagen, ja. Ich habe nämlich gar keinen Plan, wie wir durch die Wüste jetzt kommen zu Fuß. Wir sind ja das letzte Mal geflogen, ne? Links ist da, Bären sind da, alles top. Top die Mob die. Jo, was habe ich. Ist bei euch auch schon wieder so warm, Leute? Ich nehme heute früher auf, als ich es gewohnt bin, die letzte Zeit, ne? Durch die Umstellung bin ich jetzt gerade am rausfinden, welches Zeitfenster ist ideal, wann ist es hier schön ruhig in der Nachbarschaft. Aber jetzt ist halt gerade ziemlich warm, aber es ist sau ruhig gewesen gerade und ich dachte, ich mache eine Folge. Ne? Ich muss ja nicht so abgehen. Ich kann ja im Herbst wieder abgehen. Aber ich merke schon, wenn ich ein bisschen ruhiger und ein bisschen besinnlicher schwaller, dann schwitze ich auch nicht gleich so. Und dann ist es echt angenehmer. Schön, aber jetzt habe ich gerade das Gefühl, es wird dunkel. Ah, da vorne sind schon wieder die Runterholer. Also die Abmaunter. Die Abmaunter-Viecher hier, oder? Das sind sie doch, Leute. Ich lasse sie mal. Ich werde es nie rauskriegen, welche Tiere da was machen. Boah, es ist eine schöne Ebene. Guck mal. Toll. Toll. Zwar jetzt nicht so detailliert gezeichnet, finde ich. Hier sieht man, dass es ein Spiel ist, aber. Lass mir mal geschwind was schauen. Ich weiß, ich wollte eigentlich mehr dazu. Mary, können wir mal ganz kurz einen kleinen Ausflug machen? Stopp, 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 stopp. Irgendwer folgt jetzt dem Alterle. Hier. Ja, aber ist okay. Wartet ihr mal kurz hier. Ja, du bist eine gute. Du bist sogar die beste Rex-Dame, die wir haben. Die einzigste. Oh, der war böse. Ich will gucken, ob ich da hochkomme. Ja, man kommt hoch. Da schauen wir jetzt natürlich einmal runter. Da werden wir uns natürlich diese Aussicht hier nicht nehmen lassen. Vielleicht ist auch noch ein Bienenstock oben. Man kann ja nicht genug Honig haben. Leute. Ja.
Ich finde es schade, dass das Wasser nicht so schön ist von der Entfernung. Weißt du, da siehst du so ein paar Strukturfehler noch. Aber ansonsten, ich kann es eigentlich, ich sag's jedes Mal, glaube ich, in der Folge, ne? Tolle Map. Es ist aber auch wirklich eine tolle Map. So, komm, jetzt orientieren wir uns und dann geht's heim. Aber das konnte ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Das da hinten ist eigentlich auch eine schöne Ecke, ne? Da hinten, wo der kleine Fluss zu einem Wasserfall wird. Toll. Ja, ist gut. Ist gut. Du bist ein guter Bär. Du bist ein guter Bär mit wenig Leben. Wer hat's dir genommen? Verrat mich nicht. Oh yeah. Kleiner Bär. Jetzt überlege ich gerade. Haben wir genug Honig? Aber im Kühlschrank hebt er ja einen Tag, ne? Ich gehe nicht davon aus, dass wir noch mehr brauchen. Und trotzdem laufe ich jetzt hier rum und suche, ne? Aber wollte ich eigentlich gar nicht. Wollte ich eigentlich gar nicht. Nee, ist gut. Wir gehen heim, Leute. Wir haben genug. Dann bauen wir den schönen Bienenstock, den großen, gleich daheim. Würde ich sagen, bevor wir anfangen, die Baurunden dann einzuläuten. Wo ist die Karawane? Hier sind sie. So, und jetzt darfst du das erste Mal dich auslaufend ganz alleine zu deinen Brüdern gesellen. Jawohl, ja. So, Rexona, du bist nicht mehr auf Folgen. Was haben wir hier? Ich muss nochmal kurz reingucken. In the Atlas. Ich drücke immer B für den Atlas. Das ist total falsch, ne? Hier. Wo ist denn die Pfeilspitze? So, wir müssen in die Richtung. Stopp, 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 stopp. Das ist, wenn man in Atlas guckt, statt aufs Umland. Wir müssen dann hier lang. Machen wir kurz die Fackel. Achso, das ging ja nicht. Das habe ich gerade schon mal probiert. Da hängt nämlich der Arm dazwischen hier, ne? Komm, lauf mal davor. Ist links dabei? Jo, warum nimmst du nicht den einfachen Weg links? Ich sehe gerade den Pfeil halt nicht, ne? Hier ist, wir müssen raus in die Sonne, damit der Atlas ausgeleuchtet wird. So, meine Lieben, wir gehen heim. Wir legen heute wirklich ein paar Meter zurück. Das war eigentlich so meine Idee für die Folge heute. Ist zwar dann nur gelaufen, aber zumindest kommen wir dann hoffentlich ziemlich schnell nach Hause. Ja, am Wochenende würde ich schon gerne anfangen, an der Wall weiter rumzuschraubeln und so. Da hätte ich schon Lust. Okay, ganz kurz. Das ist der hintere Bereich. Dann müssen wir irgendwie in diese Richtung. Dann kommen wir auf die Wüste, ne? Schon wieder B gedrückt. Okay, Fackel weg. Also komm, da gehen wir jetzt einfach mal rüber und gucken. Wir müssen da jetzt irgendwie links rum. Es könnte natürlich ein riesen Wasserfall sein. Wir müssen jetzt schauen, wo es nach unten geht Richtung Wüste, ne? Dass ich da mit den Viechern nicht runterhüpfen muss. Das wirkt so unecht. Jetzt habe ich nur das Problem, dass es hier wahrscheinlich schon mal nicht ist, was ich dachte. Das sieht aber aus, aber da komme ich zu sehr in den Schneebereich da hinten rein. Wenn ich jetzt hier lang gehe, kommen wir da nicht zu sehr in den Schneebereich. Aber es sieht aus, als ob ich da hinten am Schneeberg runter kann rechts, oder? Es könnte aber auch hier sein. Aber hier war der Giga irgendwo. Das will ich mal eigentlich vermeiden. Weißt du was? Es hilft nichts. Ich muss scouten. Wo ist denn überhaupt die Karawane? Ah, da in die Richtung. Ich muss kurz abscouten, Leute. Mit dem Rex ist es ein bisschen nicht ideal, würde ich mal sagen. Pass mal auf. Ah, herrlich. Jetzt sind wir wenigstens mal den Bereich auch zu Fuß auf der Map unterwegs. Finde ich vollkommen in Ordnung, dass man mal ein bisschen was sieht hier, ne? Okay, hier müssen wir halt jetzt aufpassen. Wenn ich hier durchgehe, kann es sein, dass sehr, sehr viele Katzen unterwegs sind. Wenn wir da vorne entlang gehen. Weißt du, ich habe gedacht, da vorne runter und dann links auf die Wüste zu. Ich glaube, so machen wir das, Leute. Ich will eigentlich nicht in Richtung Schneegebiet durch den Wald. Wir haben jetzt bald viele Waldfolgen vor uns. Pass auf, wir drehen rum, wir probieren es unten. Eigentlich ist es wurscht, wo wir es probieren, Hauptsache wir kommen irgendwie nach Hause. Au, leck mich im Arsch, die Zeit fliegt schon wieder. Die Zeit fliegt schon wieder davon. Das macht's aber immer. Nein, nein, links, bleib mal nach oben, bleib nach oben, links, ich komm doch. Wir gleich losstürmt. Hier guck mal jetzt irgendwo, wir jetzt schon runtergehen. Ja, sag mal, war die Wüste, die müsste doch eigentlich jetzt hier direkt schon vor uns liegen, ne? Geht's hier runter? Nee, ist ein Steilhang. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich kenne mich halt null aus. Wenn nicht, hopfen wir doch. Die sind noch da. Die Frage ist, ist das jetzt eine Brücke mit Abgang da hinten? Muss ich wieder scouten? Mache ich natürlich. Bevor ich mich jetzt mit dem Rex da drauf. Barry, warte mal, Barry. Du nicht, wir zwei beide. Wir checken mal die Brücke. Wir checken mal die Brücke. Das ist ja so entzücke. Hauptsache es reimt sich, auch wenn es nicht wirklich schön war. Okay, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Das ist nur halb lustig. Da unten ist ein Kanu. Das sieht's aber aus, als wäre ein Weg, ne?
Also jetzt nicht direkt vor mir, sondern hier mehr. Wenn wir hier so lang laufen. Nein, das ist unmöglich, dass wir hier... Also hier geht es nur mit Springen. Und das da drüben, das ist zu schmal. Dann gehen wir halt noch ein Stück weiter, würde ich sagen. Ich guck mal da hinten ums Eck. Irgendwo muss es runtergehen. Wenn nicht, springe ich jetzt, Leute. Sonst sind wir morgen noch unterwegs und suchen den Weg nach unten, ne? Ja, wahrscheinlich ganz hinten. Aber dann sind wir ja am Strand. Können wir aber eigentlich auch machen. Da waren wir nämlich noch nicht, ne? Kann aber halt sein, dass da Tiere sind, mit denen ich jetzt nicht rechne. Rein vom Atlaswert, würde ich sagen, sollten wir hier lang. Wir sollten hier lang. Ich springe jetzt hier runter. Wir springen da runter, Leute. Ganz einfach. Da hinten versuche ich auf den Weg zu jumpen irgendwie. Wie kommt man da hin? Das muss doch normalerweise hier ein Abgang sein. Ich glaube hier. Hier probieren wir es. Lalalala, wir sind voll noch nicht weit gekommen, gell? Sind wir mal ehrlich. Es ist irgendwie, zieht sich's gerade total. Auf dem Hinweg waren wir schneller, trotz Kombis. Ja, meine zwei Lieben. Kommt mal hier ums Eck rum. Wir wollen versuchen, hier runterzukommen. Ja, das ist halt nicht der schönste Weg, aber wenn sie mitkommen... Wenn sie mitkommen und nicht hängen bleiben, Leute, sind wir gleich unten. Ja, das ist für einen Rex eigentlich nichts, für seine dicken Knochen. So, Madame, mach mal kurz Halt. Jo, ich traue denen einfach viel zu wenig zu, oder? Sind wir mal ehrlich, haben sie toll gemacht. Haben sie toll gemacht. Ja, komm, brüll mal, hast du verdient. Wir kommen, die Karawane zieht durch die Wüste. Oh yeah. Ich habe voll Bock, was zu zähmen, Leute, und Babys zu machen. Habe ich schon gesagt, dass ich Babybock habe? Wir haben viel zu wenig Babys bis jetzt gemacht. Also die Anzahl stimmt schon, aber halt Kombis nur, ne? Sonst nichts anderes. Oh. Hier ist es nicht so atemberaubend mit dem Runterlaufen, aber das schaffen wir jetzt, weil unsere Tiere... Der wird immer langsamer. Der wird schon wieder langsamer. Kann, sag mal, wie passiert denn das, dass der fast nicht mehr laufen kann? Der produziert doch... Ah, ich sehe schon das Problem. Es ist wieder ein Bär nach oben. Es ist wieder ein Bär oben drauf. Guckt. Guckt. Mary, alter Schwede. Einer der Bären ist immer irgendwie... Weiß auch nicht. Es ist ja schön, dass du dich transportieren lässt, aber der kann doch fast nicht mehr. Guck mal. Jetzt ist besser. Mann, der Arme. Der Arme links, oder? Der macht auch was mit. Aber schön, dass das ab und zu passiert. Ich finde es total witzig, als ob die Tiere ein eigenes Leben hätten da drin, ne? Haben sie ja, haben sie ja. Ich will es nur nicht zugeben. Boah, es tut mir so leid um eure Knochen. Aber wenn man da unten... Was sind das? Prontos? Das sind Prontos. Es ist kein Giga, aber der ist hier irgendwo gewesen, glaube ich. Achtung, ob es wieder passiert. Wenn ich ihn sehe, müssen wir halt wirklich Reis ausnehmen. Ich glaube, hier oben drin war der irgendwo. Es ist wieder einer oben drauf von den Bären, ne? Jetzt wissen wir wenigstens, wie es geht. Ein Felsen runterlaufen in der Kombo und du hast den Bär oben drauf. Stopp. Ey, also du bleibst nächstes Mal im Wald, wenn du dich tragen lässt, nur. Ihr müsst zusammenhelfen, nicht gegeneinander. Also, jetzt schauen wir mal eben gleich nochmal im Atlas. Wow, Leute. Aber wir haben noch eine halbe Folge, also heute geht noch ein bisschen was. In die Richtung wird es weitergehen, aber da war, glaube ich, der Giga da oben. Deswegen laufe ich jetzt hier unten entlang. Da, wo die Brontos sind, ist alles gut. Da hinten ist ein Raptor, aber der stört mich jetzt erstmal nicht. Die Tiere sind auf jeden Fall auf Verteidigen. Okay. Hier oben, in diesem Gebirge, Leute, wo ich jetzt hinschaue praktisch. Ich gehe mal ganz kurz, ich scroll mal hin. Hier oben, irgendwo hier. Irgendwo hier war, glaube ich, der Giga, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Deswegen laufen wir jetzt natürlich einen anderen Weg. Da hinten durch diese Felsschlucht laufen wir durch. Ja, da müssen wir aber schon hier lang. Nein, links, links, warte noch kurz, warte noch kurz. Du kannst hier... Ich halte jetzt ein bisschen die Augen auf, Leute. Wer dabei war damals, als ich den gezeigt habe, der weiß es wahrscheinlich gerade im Moment besser als ich, wie nah ich dran bin, wie gefährlich es ist. Ich kann es nicht einschätzen. Ich meine, der war hier irgendwo. Und wenn der uns sieht, dann werde ich zwar kämpfen, aber wir werden wahrscheinlich alles verlieren. Und das möchte ich schon vermeiden. Da kämpft ein Agi. Meine Karawanlinge sind da. Wir laufen hier rechts weiter außen entlang. Da oben sind Pirscher, sage ich schon. Doch, Säbelzahntiger, ne? Ja,
Ja, lass uns mal hier reingucken. Vielleicht sehen wir irgendwo eine Stelle, wo wir schön reinkommen in die Wüste. Nee, ist alles felsig. Ich weiß es nicht, Leute. Ich bin total unsicher gerade, ob das gut ist, was ich hier mache. Wir laufen da hinten entlang. Ah, guck mal, da hinten geht auch durch die Brücke durch den Weg. Ach komm, Risiko, Fisiko. Meinst du, die Pirscher? Doch, jetzt greifen sie tatsächlich an. Die greifen unsere Bären an. Das ist nicht gut für die Säbelzahntiger, ne? Ja, links, 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 lass mich durch. Ich will dir doch helfen. Da vorne gibt es noch mehr Action. Komm, dreht rum. Action in Anführungszeichen. Die sind ja jetzt nicht wirklich gefährlich. So, auf dem Level noch weniger, ne? Der Agi da hinten, der hat eine etwas dunkle Farbe. Müssen wir den kurz angucken. Sie brüllt halt immer mit dem Spikeless, ne? Weil ich halt rechts drücke zum Herziehen. Der hat sich gerade geheilt, ne? Der Gute. Ey, wo waren jetzt die Stelle, wo ich durch wollte? Lass uns mal da hinten durchlaufen. Ich habe da jetzt gerade Lust drauf. Ich hoffe, Leute, wenn irgendwo ein Giga ist, dass ich ihn sehe rechtzeitig, ne? Guck mal, Kängurule. Ein Kängurule. Gibt's eigentlich auch Event-Kängurus? 20er. Verfolgt von einem Saber. Na, helfen wir mal mit, oder? Trikes. Hier ist alles gut. Wie sieht's denn gerade aus vom Weg her? Ey, sollen wir da durchlaufen? Ich glaube, das macht Sinn, oder? Wenn wir da durchhatschen, Leute. Durch diese Schlucht, weil die will ich schon sehen. Rechts sind ganz viele Skorpione. Ey, lass uns hier durchlaufen. Okay, guck mal, wie sie links hinterherlaufen. Wie sie ihren Weg machen. Schön. Hallo, Kleiner. Ich steig nicht ab. Ich steig nicht ab. Du brauchst gar nicht über dem Knochenhaufen fliegen. So. Auf geht's. Da gehen wir jetzt durch, Leute. Hier kannst du auch wunderschöne Basis bauen, denke ich mal. Auf den Hochebenen mit Brücken verbinden, Fahrstuhl nach oben und so. Boah, wir bauen uns bestimmt auch noch so ein paar Kleinigkeiten auf. Komm, hau mal nicht ab, Digga. Haut er jetzt gerade vor uns ab? Hat er Schiss? Da greift er sowieso meine Bären an, ne? Sind noch beide Bären da? Ja, sind noch alle da. Dann gehen wir hier durch. Ich guck nochmal eben auf dem Atlas. Ja, ja, wenn wir mal in der Wüste sind, geht's schnell. Da vorne ist ein Agi. Lalali, schön, ich liebe das. Guck mal, die Ranken hier am Felsen, Leute. Schöne Gegend. Hier ist eine schöne Schlucht. Ich habe nur... Hoffentlich ist es kein Wyvern-Schlucht. Die waren ja auch noch irgendwo, ne? Ich erinnere mich an diesen Blitzwyvern. Oh, da müssen wir vielleicht aufpassen. Ist das eine Sackgasse? Kann das sein, dass das gerade eine Sackgasse ist hier? Da unten ist nämlich nur ein kleiner See. Nee, nee, da laufen wir einfach durch. Ist bei euch alles friedlich da hinten? Dann kommt ein bisschen mit Vollgas hier durch. Ich gucke nochmal auf dem Atlas. Das passt, wir müssen jetzt nur irgendwie uns links halten. Irgendwas haben wir jetzt trampelschadenmäßig angegriffen. Irgendwas Kleines. Was ist denn das, was wir hier kämpfen? Pachi. Oh, es tut mir leid, Pachile. Pachile, das tut mir leid. Schön, Leute. Guck dir das an. Guck dir mal das an. Das haben wir von oben schon mal gesehen, gell? Ah, hier werden wir eh nochmal rumschlenzen, wenn wir mal im Canyon wohnen. Wenn wir schöne Ausflüge machen. Ich will hier durch. Schöne Stelle. Schöne Stelle. Herrlich. Ja, wir ziehen noch 10 Minuten. Also heute kriegen wir es echt noch bis zur Wüste wenigstens geschafft, würde ich sagen. So, lassen die uns komplett in Ruhe? Oder greifen die Bären gleich an? Ja, hier kommen wir raus. Oh, ein Anki. Und? Nee, guck mal, die machen nichts. Doch, jetzt haben sie die Bären für sich entdeckt. Viel Schaden machen sie aber nicht. Das kann ich die Bären alleine erledigen lassen. Pari kämpft auch mit. Die haben ja auch viel Leben, ne? Da können wir eigentlich zugucken. Das machen die schon. Oder? Naja, die müssen ja 100-mal reinschlagen. Es würde aber schneller gehen, wenn ich mithelfe, ne? Habt ihr schon recht. Was hast du denn jetzt wieder erwischt? Oh, den hab ich nicht gesehen jetzt mehr. Mache ich den kurz weg. Kurzer Moment. Die sind schon fertig. Jetzt wartet wieder alles auf mich. Mann, Mann, Mann. So, weiter geht's.
wie viel Agentavisse ich jetzt gesehen habe. Und ich erinnere mich, als wir uns geholt haben, Leute, was das für ein Act war. Hinfliegen, diese, weißt du, diese auf diesen einen Spot nur konzentriert. Schaffen wir das hier oder muss ich euch da einzeln hochholen? Ich gucke mal eben, ob der links versteht, was er hier zu tun hat. Ja, guck mal, wie ich immer der auf den links rumhacke, ne? Dabei macht er alles richtig. Es kann nur sein, dass wir jetzt hier einen blöden Weg rausgesucht haben. Doch, da geht's runter. Stopp, da war ein Saber. Mach mal den Saber weg und helf dem links irgendwie. Wo ist denn der jetzt hin? Der arme Kerl. Links. Läuft der jetzt außen rum, oder? Moment mal, wieso habe ich die gerade eben nicht gesehen? Leute, wo ist denn der jetzt hin? Da, guck mal, da hängen sie. Diggerle, wieso nimmst denn du den Weg? Warum nimmst denn du den Weg? Sind eigentlich noch beide Bären da? Ja, sind noch beide da. Der sieht aber auch breiter aus. Hat er sich eigentlich gut... Er ist schon ein guter Navigator, der links, ne? Kommst du da hinten raus oder nicht? Erzähl es uns. Ich guck mal eben. Irgendwas passiert hier, was nicht gut ist. Gut ist. So, einmal hier. Nicht gleich wieder rumdrehen. Oh, Linksle. Hängt er da an dem Stein fest? Okay, der ist da in den Stein reingeglitscht. Muss ihm kurz helfen. Nehmen wir die und ab dafür. Okay. Wir haben es gleich, Leute. Gleich geht's weiter. Ja, es ist jetzt ein bisschen eine holprige Runde, weil ich halt null Ahnung vom Weg habe. Aber wenn wir mal raus sind... Jetzt... Das war genau der richtige Moment. Jetzt müssen wir hier nur wieder runterkommen. Sehe ich richtig, ne? War nicht hier der Giga irgendwo? Links, jetzt hängt er schon wieder fest irgendwo. Du glitschst mehr rum wie die kleinsten Kombis, Alter. Was ist denn da los? So. Okay. Alles klar, weiter geht's. Weiter geht's. Die Hälfte wird uns nicht ganz reichen heute. Pass mal auf, ich muss mich kurz ein bisschen leer machen. Ich merke gerade, dass ich überladen bin mit dem Zeugs hier wahrscheinlich. Das kann raus. Wir machen alles raus. Wer schreit schon wieder? Niemand. Okay, hier müssen wir wahrscheinlich jetzt runter gleich. Lass mich kurz gucken. Ja, da hinten will ich durch. Und hinter dem Bergpass, Leute, ist dann die Wüste auch schon. Wir müssen nur hier wieder runter. Das ist der Trick. Hier geht's runter. Perfekt. Jetzt sind wir auf dem Weg. Ist das ein schöner hier? Ja, wenn ich jetzt loslaufe, dann... Das dauert mir zu lang, bis du weg bist. Tut mir leid, Alterle. Tut mir leid. Tut mir leid. Die haben auch viel Leben, gell? Guck dir das an. 55er. Da braucht ein Rex eine ganze Weile, bis er den blattert. Ja, wunderschön hier durch den Felsspalt durch. Wir sind jetzt, glaube ich, auf Kurs Richtung Heimat, ne? Passt, passt, Leute. Da vorne ist irgendwas Größeres. Ich guck mal vor lieber. Nicht brüllen. Nicht brüllen. Ein Rex, ein 20er. Der ist fast tot. Der ist fast tot. Der macht mir jetzt keine Angst. So, hier gehen wir durch. Warum ist der fast tot? Wegen den Agis oder weil der Giga hier irgendwo ist? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es aber wahrscheinlich ganz bitter noch erleben, Leute. Links noch da? Wo sind die zwei Bären? Hast du die abgehängt? Wieso sind die Bären jetzt schon wieder nicht mehr da? Boah, Leute. Ich kann hier noch nicht immer einfach nur so absteigen. Wo sind die zwei Bären jetzt? Nicht, dass die wieder da rumgespawnt sind. Hä? Jetzt wüsste ich halt gerne, wo die Bären sind, ne? Oh! Säbelzahn, Säbelzahntiger, das kannst du vergessen. Muss ich mit dem Rex machen. Wo sind die Bären? Guck dir das an, Alter. Wie soll das bitte einer verstehen? Da ist der andere bestimmt auch irgendwo im Glitch verhalten noch hier drin, oder? Wieso ist das so? Ich blick gerade nicht, warum der Bär mal angezeigt wird und mal nicht... Mach mal mit H.
Ich gehe nochmal hoch. Also einer fehlt auf jeden Fall noch. Oder der lädt auch tatsächlich ein bisschen später. Das habe ich jetzt bisher noch nie gehabt. Ich weiß nicht, warum das jetzt plötzlich so anfängt. Hier ist nirgendwo ein Bär. Huh, Alterle, Alterle, ich wollte dich abstoppen. Mensch, Alter, wo ist der Bär jetzt? Hier, guck mal, hier ist er. Nein, das war falsch, das war falsch, das war falsch, das war falsch. Folge mir, folge mir, folgt mir beide. So, nochmal drauf aufs Tier. So. Komm da raus aus dem Felsen. Okay. Also ein bisschen langsamer, wenn wir solche Engpässe hier machen in Zukunft. Die folgen mir jetzt beide, muss ich gleich nochmal umstellen. Rex ist unten. Alles klar, weiter geht's. Es ist eine holprige Runde, gebe ich ganz ehrlich zu, aber wir müssen ja irgendwie raus. Und so ist es halt, wenn man sich nicht auskennt, lernt man es am besten, indem man anfängt, die Map zu erkunden, ne? Okay, pass auf, du folgst jetzt links, du auch. Müssen jetzt beide links folgen, ne? Ich guck nochmal danach. Nee, sie folgt immer noch mir. Was war denn das? Ich bin gerade falsch rum drauf geguckt. Ist bei euch alles okay? Okay, weiter geht's. So, ich bin gerade irgendwie falsch rum drauf geguckt, hatte ich das Gefühl. Mal die Map raus. Ja, jetzt passt's. Jetzt müssen wir einfach nur noch nach oben. Wo war der Giga? Ich habe keine Ahnung, Leute. Kann sein, das kommt jetzt gleich da oben. Soweit würde ich heute auch übrigens gerne noch kommen. Wir müssen ein bisschen ausräumen. Ja, hau mal das Leder raus. Du bist ja der, der die ganze Zeit so viel einsammelt. Das brauche ich alles nicht, Digga, ne? Dann sind wir auch ein bisschen schneller. Ja, so kenne ich dich, Rexona. Ah, was haben wir denn heute? Ist Mittwochsfolge. Ja, ich würde morgen gerne heimkommen. Was haben wir da oben für was? Ich muss hochgucken. Boah, ein 135er Para. Aber jetzt nicht unbedingt einen mit einer links? Was machen die? Was machen die? Weißt du, du guckst dir nach vorne voll am Scouten und am Überlegen, wie wir alles angehen und hinten dran machen sie Scherzeln. Hier, den hauen wir jetzt weg. Rexona ist aufgestiegen, kriegt sie natürlich gleich ihren Lebenspunkt. 20.000, das wäre schon so das Ziel fürs Leben, finde ich. Hat sie sich gefreut. Kano, du musst leider weg, ich trau dir nicht. Du greifst ja sowieso meine Bären an, oder? Sei ehrlich. Ja, ja, ist gut. Dann gehen wir hier oben lang. Ich bin gespannt, Leute. Boah, guck mal den schönen schwarzen Bär an. Der sieht hübsch aus. Nicht brüllen, du machst dich sauer. Du machst dich sauer. Leute, war nicht hier auf dieser Ebene der Giga? War auf dieser Ebene der Giga oder nicht? Ich weiß es nicht mehr. Ich will nur diese Ebene hinter mir lassen. Habe ich das Gefühl, wir machen länger. Ich tapp jetzt hier rüber, wir gucken. Ich trau nicht. Ich glaube, das war die Stelle, wo der Giga hier rumgelaufen ist. Sind meine Tiere noch alle da? Ist er das da oben nicht? Ne, ist ein Schubser. Leute. Ich bin total verunsichert gerade. Wenn er hier irgendwo war und auftaucht, haben wir halt die Kappe jetzt auf, ne? Terrorbirds hat's hier viele. Ich guck natürlich ganz akribisch. Ich sehe aber keinen Giga. Noch nicht. Da hinten wird gekämpft. Okay, sie haben es erledigt. Ist okay, weiter geht's. Links, komm mit, komm mit. Da hinten will ich noch durch heute, dann bin ich eigentlich zufrieden. Beide Bären sind noch da, links ist noch da, sie bewegen sich auch noch. Ich mache hier die Bäume immer weg, dass sie mir nirgendwo hängen bleiben. Und dann ist gut. Der war, glaube ich, hier irgendwann auf der Ebene. Oder noch ein Stück weiter vorne, das weiß ich nicht mehr. Da ist noch ein Paraseer da hinten. Ich muss den angucken, nicht, dass wir mal ein Event-Paraseer verpassen. Könnte ein Schwarz-Weißer sein, ne? Aber kleines Level. Da unten ist ein Bronto. Ich hoff's. Ja, ist ein Bronto. Ist ein Bronto. Und da hinten haben wir nochmal ein Para. Ich gucke halt jetzt wirklich die Tiere genau an, dass wir hier nicht dem
Giga in die Arme laufen. Das will ich vermeiden. Jetzt sind wir auf jeden Fall doch fast die Hälfte des Weges gekommen, würde ich sagen. Oder was meint ihr? Ne, nicht ganz. Wir sind einen Umweg gelaufen. Aber wir sind auf Kurs. Das ist schon mal das Wichtigste gerade für mich. Lasst uns noch 5 Minuten zusammenbleiben. Ne? Das haben wir heute, die Bergfest-Folge. Geht schon aufs Wochenende zu. Wir werden es auf jeden Fall schaffen, wenn der Giga nicht kommt, dass wir am Wochenende in der Basis weitermachen können. Oh, Alter, lass uns in Ruhe, kleiner Drecksack. Jo, die greifen echt alles an. Die haben echt keinen Respekt vor irgendwas, die Kleinen. Die Pego-Mastaxe. Aber ist okay. Vorne, das ist nichts Gefährliches. Ja, Leute, ich glaube, der war auf der Ebene. Dann mich wundert es natürlich jetzt, dass der nicht mehr da ist. Hier kann es wieder sein, dass die Tiere hängen bleiben. Da vorne auf der Plattform, da können wir, glaube ich, Rast machen. Oder? Ich weiß nicht, wo der hin ist. Es kann auch sein, dass der irgendwie sich halt weiter bewegt hat. Der bleibt ja auch nicht an Ort und Stelle stehen. Ich bin unsicher. Kann auch hier gewesen sein. Links ist noch da. Ich hoffe, meine beiden Bären noch. Offensichtlich ja, passt alles. Wenn sie in Bewegung sind, klappt es ja, ne? Nur ab und zu war es ein bisschen komplexer heute, finde ich, als mit den Kombis. Aber da habe ich auch ganz andere Bewegungen gemacht. Jetzt sind wir gut dabei. Ich glaube, morgen kriegen wir mehr Weg zurückgelegt als heute, Leute. Ich gucke nochmal rein. Jo, so geht es auf jeden Fall vorwärts. Wir werden es auf jeden Fall schaffen, diese Woche heim und anfangen zu bauen. Oh, was sehe ich denn da? Was für eine schöne Farbe sehe ich denn da, bitte? Ich muss mal rüberlinsen. Ein blauer Hammer schon, einen blauen kleinen. Aber ist gleich ins Auge gesprungen, der Kerle. Sollen wir hier runter durch oder oben entlang? Ich würde unten entlang, weil oben war der Wyvern. Wegfliegen ist kein Problem. Wir können nur nicht fliegen, weil wir nichts zum Fliegen dabei haben, ne? Wieso hast du jetzt das Pferd angegriffen, Rexona? Ich habe aus Versehen gedrückt. Ja, ist gut, ich will doch gar nichts von dir. Du darfst weiter. Lasst uns noch bis da unten irgendwo Plätzle suchen, Leute, für die Nacht. Es ist schon wieder Nachmittag, wenn wir morgen wahrscheinlich ein Stück Nachtfolge drin haben am Anfang. Und dann geht's weiter, ne? Ja, ist jetzt nicht super aufregend, beziehungsweise eigentlich schon. Aber wir müssen ja heimkommen. Es geht ja nicht anders und ich wollte nicht den gleichen Weg zurücknehmen. So, den Kano mache ich weg. Hier machen wir Platz. Hier machen wir Rast, Leute. Oh, die kämpfen. Das war mir fast klar, dass links jetzt keinen normalen Weg gehen wird. Guck mal, wie er dann aus Gesichtle, ne? Ich laufe den Weg, den ich mir selbst raussuche. Schalali, schalala, schalalum, klack. Knochenbruch. Links, Mann! Wie schön. Ist hier noch irgendwas, auf das ich achten muss? Ja, der Agi dahinter, vor dem habe ich jetzt keine Angst. Was haben wir da noch? Das sind so komische Wasserkäfer. Hier bleiben wir, Leute. Hier rasten wir und dann geht es morgen direkt der Wüste entlang Richtung Redwood. Vielleicht können wir in der Wüste hinten einen kleinen Abstecher machen. Weißt du, wenn wir ganz hinten sind und nach diesen Loots schauen, würde ich aber eigentlich sagen, da fliegen wir lieber mal mit einem Agi rüber, weil dann sind wir auf jeden Fall mobiler, ne? So, meine Lieben, herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf die Runde morgen mit euch, denn morgen werden wir wahrscheinlich fast am Redwood sein. Es sei denn, wir kommen in die Versuchung, sage ich schon, in die schöne Gelegenheit, noch ein tolles Tier zu zähmen oder sowas. Lass mich mal kurz was testen. Komm mal her, Diggerle. Komm mal her. Die haben zu mir gesagt, du bist ein Wasserbug. Aha. Ah, jetzt habe ich praktisch aus ihm getrunken. Das ist ja gediegen. So müssen wir uns auch noch zähmen, sowas, ne? Für ein Canyon. Ah, cool. Habe ich das auch mal probiert. Bisschen eklig finde ich sie trotzdem, die Käfers. So, komm, geh mal. Oh, schmust ihr miteinander? Habt ihr euch heimlich verliebt? Wann war es denn? Wann ist es passiert? Das sind aber zwei Weibchen, gell? So, ist aber wurscht. Hast du gesehen? Guck mal, das geht nicht mehr, Leute. Achtung. Guck mal. Seit wann ist denn das? Ah, ich habe K noch drin gehabt. Habe ich gar nicht gemerkt. Alles klar, Leute. Bis morgen zur Folge. 17 Uhr bin ich wieder da. Ich freue mich auf euch. Bis dann.